Hallo und willkommen, meine lieben Eumelchen. Dying Light 2, 10 Stunden habe ich gespielt und jetzt möchte ich euch mal ein bisschen was darüber erzählen. Also, ich habe mir hier ein paar Punkte aufgeschrieben und die gehen wir jetzt mal drei noch durch. Und zwar, Gameplay macht immer noch genauso viel Spaß wie der erste Teil. Also, Parcours wurde sogar ein bisschen verbessert, läuft ein bisschen flüssiger. Jedoch habe ich noch nicht alle Fähigkeiten und Skills freigeschaltet, um alle Parcours-Moves durchführen zu können. Deswegen weiß ich noch nicht ganz genau, ob das jetzt auch noch krasser wird. Die Kämpfe machen auch ziemlich viel Spaß. Verbesserung zum ersten Teil ist auf jeden Fall, dass ihr auch schon mit nicht so starken Waffen die Gliedmaßen abtrennen könnt. Das ging im ersten Teil nicht, da brauchtet ihr schon eine etwas stärkere Waffe, damit ihr auch alle Gliedmaßen sofort abtrennen können, tun konntet. Okay, kommen wir zum Punkt Grafik und die sieht zwar schon ein bisschen besser aus, aber ist jetzt auf jeden Fall nicht ein wirklicher Sprung im Gegensatz zum ersten Teil. Und zwar, es gibt auch noch eine Sache, bei Konsolen könnt ihr auf Performance Mode spielen, also auf Leistungsmodus oder auf dem Qualitätsmodus. Also entweder ihr entscheidet euch für mehr FPS oder für mehr Auflösung im Spiel. Und sobald ihr das aber auf den Qualitätsmodus stellt, also auf diesen Auflösungsmodus, dann seht ihr, wie die Framerate sofort runter droppt. Und ich denke mal, so angefühlt hat es sich wie 30 FPS ungefähr. Und das hat beim Spielen auf jeden Fall schon mal sehr gestört. Und ich weiß auch nicht, wie das gehen kann, weil ich kaufe mir keine Next-Gen-Konsole, nur um dann mit 30 FPS spielen zu können. Egal, ob die Grafik da jetzt dadurch besser wird. Okay, jetzt kommen wir nochmal zur Story. Und zwar, die Sache ist halt, ich habe jetzt erst 10 Stunden gespielt. Ich habe gehört, es soll später noch ein bisschen krasser werden, diese Story so ein bisschen in Fahrt kommen. Aber was bisher war es eher so, es geht halt um einen Kampf zwischen zwei Fraktionen im Spiel. Und das ist jetzt nicht so wie im ersten Teil. Im ersten Teil ging es halt noch so um eine große Sache, wie zum Beispiel den Impfstoff für den Virus zu finden. Und diesmal ist es mehr so beschränkt auf diese kleine Stadt da. Und dementsprechend fand ich die ganzen Dialoge jetzt auch nicht sehr spannend. Also meistens habe ich mir da die Dialoge angehört und da war ich halt bei der Sache. Und danach wusste ich erstmal, wenn der Dialog zu Ende war, wusste ich nicht, was ich mir da eigentlich gerade angehört habe. Weil da gab es eigentlich wenig Inhalt und man hätte eigentlich auch ganz gut und gerne mal in den Dialog skippen können. Und ich habe mir auch oft gedacht, so warum habe ich diese Cutscenes nicht einfach geskippt? Ich hätte sowieso nichts verpasst gehabt. So, aber vielleicht ändert sich das ja noch zum Ende des Spiels. Ich weiß es nicht. Okay, aber bisher sieht das Spiel auf jeden Fall spaßig aus, ne? Macht auf jeden Fall Laune. Und ja, Schubopsi, Instagram, Twitch und Follow Sahnschwanzpalm. Und ja.